hat so eine Glitzerröhre, ich erinnere mich noch. Ah, Kaleidoskop. Ja, als man da damals sein Auge draufgelegt hat und komplett ballerballer geworden ist. Ey, ich war süchtig nach diesen Dingern. Oh Gott, oh Gott. Hier ist alles absolut verrückt. Ich habe meine Kaleidoskope immer geliebt. Hoppala, ich bin gestorben. Du bist ins Loch gesprungen. Ja, da war die eine einzige Lücke in diesem Kaleidoskop und ich bin reingefallen. Du hast zwischen jedem Loch eine Lücke. Ja, ich merke das schon. Das wird irgendwie immer schlimmer. Oh, nächster Bereich. Achterbahn. Ja, hier muss ich erst warten, bis du da bist, glaube ich. Okay. Ich fliege gerade durch einen ewigen Regenbogentunnel. Ah, jetzt bin ich da. So, warte mal. Wir haben auf dem Boden Symbole. Hat der Boden irgendwas mit dem Weg zu tun? Müssen wir vielleicht eine Verbindung zwischen den beiden Punkten herstellen hier? Dass ich mich hier hinstelle und du dich da drüben? Als Verbindung? Achso. Okay. Ah, das war's schon. Und jetzt hier hin? Mhm. Das habe ich jetzt kompliziert gedacht. Ja, passiert. Das ist aber wirklich außer eins meiner größten Probleme, dass ich halt einfach immer zu kompliziert denke. Ja, man darf nicht vergessen, es ist ein Kinderspiel. Okay, jetzt haben wir es hier mit dem Spiegel zu tun und müssen eine Verbindung irgendwo hier irgendwie herstellen. Okay, stell du dich mal hier hin. Genau, so, und ich gehe hier hinten hin. Ach ja, ich sehe, es ist praktisch einfach spiegelverkehrt, ne? Ah, das war's schon. Ja. Und das ging ja flott. Bin ich immer noch in einer Illusion? Oh Gott. Das sieht ja fürchterlich aus. Wer bin ich? Reiß dich zusammen, Cody. Aha. Muss ich jetzt in die... Okay, ich dachte schon, ich muss jetzt in dieser Ansicht spielen. Ich dachte auch, Das Herz so, des Kaleidoskops. Sehen wir so. The heart of the Kaleidoskop. Okay. Warte. Ja, du musst mir sagen, wann das Blaue korrekt platziert ist. So, jetzt sehe ich das. Sehr gut. Jetzt kannst du das Gelbe umplatzieren. Jetzt, ne? Mhm. Heppa. Das ist ja echt interessant gemacht. Warte, ich muss mal kurz... Du musst mir sagen, wie weit ich muss, ne? Ja, ich glaube, du kannst jetzt erstmal eine Runde drehen. Ja, okay. Bis du mit dem Blauen da zusammenkommst. Ach so, genau. Und jetzt kannst du praktisch da jetzt hoch, komm ich genau. Hier durch. Hi. Hi. So. Wo muss ich dich jetzt hinspinnen? Was macht das? Du kannst die Treppe hochkommen. Hoch. Achso. Jetzt nehmen wir das Ding auseinander, wa? Schieb mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ich das schon sehe, ne? Wo ist die Epilepsie? Die Warnung. Oh, ich glaube, das Spiel hatte am Anfang eine oder so. Keine Ahnung. Auf alle Fälle ist der reinste LSD-Trip gerade. Hatte gehabt können, wa? Oh, du bist genau. Eine Gruppe, Cody. Was soll da schon rauskommen? Das ist Ton. Witzig. Es riecht überhaupt nicht. Da! Da ist ja ihr Elefant. Oh. Wie sollen wir da bitte hochkommen? Ach, das ist leicht. Wir müssen nur zu dem magischen Schloss, das nebenbei ich gebaut habe. Ach so, wollten sie den Elefanten nicht irgendwie zerstören oder so? Die einzige in der Familie. Böse Eltern. Ich glaube, irgendwie sowas, ne? Ja, wirklich. Und das Ding, das da drüben steht, das fährt uns direkt dahin. Sicher? Ja, ich bin sicher. Würdest du mir vertrauen?
Auf jeden Fall wild, dass man sowas bei seinem eigenen Kind machen will, ne? Komm schon. Wir machen aber bei den beiden ist sowieso schon eine ganze Menge schiefgelaufen. Wir müssen zuerst die Schranke öffnen. Oh, warte mal. Irgendwie hat sich mein Controller hier gerade disconnected. Ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Nein, oder hast du auch eine Desktop-Einladung bekommen? Nee. Und hey, Finchy, schön, dass du dabei bist. Ah, nee, jetzt geht wieder. Okay. Irgendwie hat er sich gerade einfach disconnected. Wir müssen erstmal die Schranke hier aus dem Weg räumen. Solange diese Schranke uns den Weg versperrt. Okay, ich sehe es schon. Was ist mit diesen Puppen? Warte. Also irgendwie müssen wir das verbinden, ne? Warte. Es scheint zu funktionieren. Ich wette, es gibt noch mehr. Nee. Ist falsch. Guck mal. Der muss, glaube ich, hier hin. Ah, nee. Der hat den Schalter, genau. So. Und sie? Was macht sie? Hä? Nee, das ist nicht richtig. Sie muss, glaube ich, da drauf. Ja, okay. Und dann brauchen wir noch mindestens eine weitere Figur. Oder nee, warte. Sie gibt einen Kuss. Guck mal, da oben ist noch einer. Er hat den Schalter. Ja. Der Typ hier sieht irgendwie aus wie Schaffner oder Postbeamter, keine Ahnung. Ja, genau. Und den muss jetzt vor das Mädel stellen, dass sie sich küssen. Doing. Und ein Kuss erzeugt doch Energie. Beziehungsweise eine Verbindung. Ey. Ja, oh, Mann, diese dusselige Desktop-Einblendung. Ja, es nervt. Guckt, die küssen sich jetzt und dann dadurch entsteht eine Verbindung. Oder? Nee, ich glaube, andersrum müssen sie. Warte. Hä? Also der Heini da hinten ist richtig. Moment. Ich glaube, er legt ja den Schalter um. Warte mal. Da oben haben wir noch eine Matruschka. So, also da oben ist noch was? Also hier oben ist auf alle Fälle noch eine Matruschka. Hier ist noch ein Boy. Hey, dann muss sich wahrscheinlich der Boy mit dem Mädel küssen, damit die Verbindung entsteht. Ich habe mich gerade eine Matruschka eingesperrt. War hier. Frische Luft. So. Jetzt packe ich den Boy zu dem Mädel. Guck, da entsteht die Verbindung. Klasse! Jetzt muss nur noch jemand das Tor öffnen. Jo, jetzt kommt er da rein. Man muss es halt nur erstmal peilen. Oh. Ah, diese Puppen sehen nützlich aus. War doch einfacher als gedacht. Mhm. Sieht mir aber nicht aus wie der Weg zum Schloss. Ich sagte doch, vertrau mir. Na, siehst du mal, wenn du Kuss kannst, Strom leiten. Das heißt, wenn wir demnächst kein Verlängerungskabel haben, dann packst du deinen Fuß einfach an die Steckdose, ich meinen Finger in die andere und in der Mitte küssen aus. Ah, Gott, ey. Menschliches Verlängerung. Aus zwei Komponenten. Was wurde aus Pferd uns direkt zum Schloss? Ich hab den Dinosaurier da nicht hingelegt. Ist jetzt auch egal. Ja. Lass uns einfach versuchen, die Schienen wieder frei zu machen. Oh, irgendwie sind die ja knuffig. Ne? Ja, irgendwie schon. Pass auf, vielleicht wollen sie uns fressen. Ja, oder uns fressen. Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Ich krieg gerade irgendwie Flashbacks aus Horizon. Kampf gegen die Riesenviper. Nee, aber zu dem Thema Leitung, da gab es in Fallout 76 eine Mission, wo du eine menschliche Leitung gewesen bist. Ja, das hatten wir hier auch schon tatsächlich. Ja, aber da hat man gemerkt, dass unter Strom stehen nicht so gesund ist. Du nimmst den Roten auf der Plattform. Welchen Roten? Wovon redet er? Warte. Komm mal. Ja, ich weiß hier mal rein. Was geht's auf den Kleinen? Ach, auf dem Kopf kann ich also nicht landen. Das ist schon mal spannend. Gut. Ja, das ist hier. Gibt es denn auch gleich mehr Volumen in den Haaren? Ja, klar, Finchy, natürlich.
Du, das ballert richtig. Okay, ah, okay, der kann smashen. Dann bin ich jetzt hier oben. Ich glaube, ich musste das nochmal rumdrehen hier, ne? Ach so, okay. So. Ach, Schatzi. Ich glaube, das geht gar nicht. Okay, Wir müssen doch im Spiel alles geht. So, einmal umschlagen hier. So, jetzt habe ich dich hier. Ich wollte erzählen, was von einer Massagepistole voller Stufe. Ja, kann ich schon ballern, du. Ah, nee. Dreh nochmal um. So, und da musst du jetzt drauf hinter dir. Genau, jetzt fahre ich dich hier hoch. So, warte. Jetzt gehst du da drauf. Warte, kann man nicht machen. Ah, nee, ich hätte erst den einen festhalten müssen. So, jetzt nochmal. Weil wenn ich den festhalte, kann er sich nicht drehen. Achso. Ja, und jetzt haben wir es richtig. Alles klar. Ich muss ein Stück runter. Ja. Ich weiß nicht, hat einer von euch schon mal eine Steckdose gefasst? Ich habe noch keine Erfahrung mitgesammelt. Nee, ich glaube, das endet auch nicht so gesund. Nee, also ich habe mal gehört, dass du nur ordentlich eingezogen kriegst, aber ich glaube, killen würde ich das nicht. Alles in Ordnung? Ja, das hat absolut. Ja, dem Roten geht's jetzt nicht mehr so gut. Er hat mein Dino putt gemacht. Der Rote ist doch gerade irgendwie in die Limo gefallen. Aha. Ach so, oh. Du musst erst an die Wand. Hier so eine abgefahrene 2D-Jump-and-Run-Action wird das auch lustig. Hier, okay, warte. Einfach runter. Genau. Und ich bin jetzt dein Wand. Nee. Also. Nicht gegenspringen, einfach nur die Raufaser-Tapete runterschleimen. Genau. Und daran, wie lange du dranhängst, bekommst halt schnell zu Kammerflimmern, wenn du dumm läufst. Ja, aber ich glaube, also normale Steckdose, da kriegst du ordentlich einen gewischt und es tut dann halt nicht so gut. Aber ich glaube, Starkstrom, damit bist du wahrscheinlich gegrillt, ne? Oh, guck mal, jetzt haben wir den geweckt. Tut mir leid, Mr. Dino, bitte nicht persönlich nehmen. Pass auf, und jetzt pennt er einfach instant wieder ein. Bei mir hat es den Platzfehler ausgelöst. Wie wär's mal mit dem Kaugummi? Versteckdose. Gut gemeint, Herr Rat. Okay, ab rein da. Also. Einfach wieder Y-Brand. Cody, warum rieche ich Rauch? Rauch? Ich rieche nichts. Deine Nase war schon... Ja, die Kleine hat mit dem Rauchen angefangen. Ach ja? Und warum sehe ich davon Feuer? Oh, bleiben wir im Rauch. Oh, vielleicht fackelt auch die Bude ab. Stimmt. Und du schickst Steckdosen. Ja, ich bin da allgemein vorsichtig. Bumm. Okay. Ging einfach auf, ist ja auch spannend. So. Okay, ein Kanonenboot. Hey May, geh du in das andere. Jetzt sind wir Piraten. Oder Hamster. Ist ja irre. Cool. Ich komme mir vor wie ein Hamster. Hamster-Piraten. Ja, aber sieh's mal von der Seite. All die Sachen, die ich für Rosie gekauft habe, spielen uns jetzt in die Karten. Ja. Du meinst sowas wie das da? Ui. Piraten-Oktopus. Das ist doch nur ein Kuscheltier. Na klar. Das hätten wir über den Astronauten auch sagen können, aber... Muss ich irgendwas machen? Ja, den linken Stick bewegen und... Ah ja, mit RT können wir schießen. Achso. Und sonst einfach nur... laufen. Genau. Achso, nach links treibst du es an, nach rechts... Ja.
für dich ist es wahrscheinlich genau andersrum. Ja, wenn ich nach vorne drücke, laufe ich auch nach vorne und dann geht's halt voll ab. Bei mir ist es nach links und rechts. Ich kann nach links und rechts drücken. Ich kann nach oben, nach... Ja, ich kann nach vorne und nach hinten. Okay. Ja, ich hab, dann hast du vorne zurück und ich links und rechts. Gefeuert. Ui, Bossfight. Da kommt eine Kanonenkugel auf uns zu! Aus dem Weg! Ja, dann bist du wahrscheinlich... Wie sind diese Dinger überhaupt? Beschleunigen und ich versenken, wenn ich mal... Ja, möglich. Noch eine Kanonenkugel! Weiter aus! Das Gefährliche ist nicht die Wolzer, sondern die Ampere. Alles unmöglich. Warte. Und Steckdosen haben 16. Echt, sind Steckdosen im Haus so krass. Steckdosen haben 16. Gab es heute Probleme mit dem Netzwerkkart, die gerade. Es gab allgemein technische Probleme, aber nicht mit unserem Internet. Soweit ich weiß. Warte hier, den Rechner. Boom! Vorsichtig, versenk unser Boot nicht! Pass auf, wo wir hinfahren! Hätte ich gar nicht gedacht, dass normale Haushaltssteckdose tatsächlich so gefährlich sein kann. So, was kommt jetzt? Schiffsfight. Das muss doch alles nicht sein. Wir kommen in Frieden. Ihre Kanonen gefallen mir gar nicht. Mir auch nicht. Nein. Tja, dann tun wir doch was gegen die Kanonen. Kann das erstmal den Rechten machen. Aufpassen. Ja. Wir haben nur noch 50% Hülle. Naja, einfach hier auf sie. Ich glaube, so ein Menschen kann das tödlich enden. Ja, das war richtig gut. Gut, genau. Also habe ich Strom aus guten Gründen immer respektiert in meiner Vergangenheit. Ja, besser ist das. Wie sagt man immer, wer das nicht im Sorge, ne? Von der Explosion habe ich die Hitze gespürt. Ah, oh, Pinguine. So gefällt mir das. Guck mal, da sind ein großer und ein ganz kleiner. Hey, ihr Kleinen. Da muss ich gerade an Happy Feet denken, ey. Boah, der Film, der war so wholesome, ne? Das ist auch schon ewig, wo ich den gesehen habe. Das gehört so zu den Filmen, wo man sich so denkt, irgendwie ist der Film in meinem Kopf noch neu. Aber... Ja, da fängt man irgendwie an, sich alt zu fühlen, trotz allem dann. Wenn man dann realisiert, so neu ist der Film gar nicht. Das ist jetzt gerade über die Corona-Zeit, wenn man so bedenkt, Ende 2019 bis 2022, was die 2 Jahre da vergangen sind, ne? Nein, lass uns los! Wieso musstest du auch diesen widerlichen Oktopus kaufen? Er ist in Wirklichkeit nicht widerlich, sondern super süß und knuddelig. Hey, Mr. Octopus! Hör am besten nicht hin. Du bist super süß. Und du hast so wunderschöne Arme. Hebst du Gewichte? Bitte lass uns gehen. So, wie haben wir aus Zelda gelernt? Wir müssen immer auf die Augen zählen, ne? Siehst du? So wird gebauchpinselt. Red nicht so einen Quatsch, Cody. Und fang an zu schießen. Ist ja gut. Okay. Okay, der erzeugt einen Strudel. Wir sind gefangen. Es ist ein Strudel. Schieß uns den Weg frei. Oh Gott. Sein Arm holt jetzt bestimmt schön aus. Schieß weiter. Lieber einfach drauf verlangen. Okay, das gefällt mir anscheinend nicht so. Verstehe ich gar nicht. Ja, gut, und Steins als Elektriker sollte man sich da ja eigentlich auskennen. Halt dir Abstand! Okay, jetzt schickt er hier Quietsche-Entchen mit Dynamit, ist auch mit. Gab's das tatsächlich auch als Munition? Hast du so grün,
So, Feuer frei. Hier war kein Oh Gott, ja, wir werden beschossen. Da schießt einer. Jetzt nicht mehr. Autsch. Das war nicht mehr. Links, nach links, nach links. Unserem Schiff geht sowieso schon nicht gut. Ich glaube, wir können den Kampf gleich nochmal machen. Okay. Na, vielleicht, wenn der ordentlich drauf hat. Stellung, schießt weiter! Oh Gott, auf den Arm. Das kann man gar nicht dodgen. Das ist einfach nur ein kleines Katz. Ja, es macht doch keinen Schaden zum Glück. Komisch. Was das wohl für einen Hintergrund hat. So, und weiter geht's mit unserer Draisine. Du kaufst Rosie nie Ach ja, wieder stimmt, etwas, das mehr als zwei Arme hat. Auch noch. Wie ich schon sagte, in der richtigen Welt war er süß und hat nicht versucht, mich zu töten. Ja, komm, gib alles. Ich finde es aber lustig, wie May immer so rumspringt. Die ist da so ganz entspannt. So, wollen wir mal schneller, alle. Ich muss wieder eine Meldung wegklicken hier. Oh, die Entchen. Hey, das ist fast wie in der Geisterbahn hier. Erinnere mich bitte nicht daran. Du hattest richtig Angst. Dir hat es auch nicht gefallen. Ja, das ist das erste Date aller Zeiten. Aber wir haben überlebt. Und ich hoffe, dass wir das hier auch überleben. Ich krieg gerade irgendwie Flashbacks von dem einen VR-Game, wo man durch so einen Zirkus durchfährt und alles erschießen muss. Ich hab grad ein bisschen Flashbacks von Madagaskar 3 bekommen. Hey, das ist ja Rosies Ballon. Oh, ja. Ja, war doch auch Zirkus mit 3. Wieso hast du den überhaupt gekauft? Jetzt kommen wir nicht zu dem Elefanten. Die Brücke muss sich doch wieder absenken lassen. Na, ihr zwei? Hey. Wir lassen die Brücke nur für Besucher des Schlosses runter. Oh gut, wir sind nämlich Schlossbesucher. Seid ihr etwa wegen der Königin hier? Nein, wir wollen den Elefanten sehen. Welchen Elefanten? Na, nee. Rosies beste Freundin, Fatih. Der Elefant. Der Elefant auf dem Bild. Aber das ist die Königin. Hä? Oh, ja, ich erinnere mich, ja. Rosie hat dem Elefanten eine Krone aufgesetzt, also eine Königskrone. Und so wurde der Elefant zur Königin? Ja, ja, es ist wohl ihr Lieblingsspielzeug. Na, wunderbar. Jetzt killen wir eine Königin. Nicht so. Verzeihung, wen bitte killen? Nein. Sie sagte chillen. Ja, chillen mit einer Königin. Wir freuen uns da schon eine Weile drauf, mit ihr zu chillen, richtig? Ich verstehe. Nun, alle Besucher müssen sich aber erst als würdig erweisen für eine Audienz bei der Königin. Mhm. Nehmt euch einen von diesen Bällen. Und lasst damit den Ballon platzen. Wenn ihr das schafft, bekommt ihr auch Zutritt zu dem Schloss. Sehr gut, danke. Ja, lassen wir den blöden Ballon platzen. Okay, kriegen wir hin. Da ist ein Knopf. Und hier ist ein Hebel. Was macht der Hebel? Aha, ich kann damit dort Dinge her. Okay. Alles klar. So, dann musst du... nee. Wir müssen das zusammen machen. Okay, dann, dann lass ich dich an den Näheren. Mhm. Oh, okay, wir waren zu schnell. Hoppala. Drei mehr. Okay. Okay, jetzt ist er da drin. Okay, jetzt kommt er da rausgepollert. Okay. Und rollert hier rüber. Das hat nur... Blöcke und Räder an. Jetzt Zeit ist er hier drin, warte. Sie scheinen alle verbunden zu sein. Finden wir es heraus. Okay, dann bringen wir den Ball ins Rollen. Okay, ich habe ihn hier drin. Wir mussten auch entgegennehmen.
coole Murmelbahn auf jeden Fall. So, der gibt den Ball an die Hoppe. Hey, das ist unser Ball. Oh, stimmt. Na los, holen wir ihn. Okay. Achso, nee, du musst... Das ist ja treppenmäßig aufgebaut hier. Ja, ja. Genau, da drauf, dann auf das und dann auf das Schirmchen. Ja, vielleicht sollte ich mal mit Dash arbeiten. Ich glaube, das hilft ganz gut. Ja, das kann ganz gut helfen, tatsächlich. Okay. Also, das Kügelchen ist da jetzt drin. Wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach Ballons abschießen. Oder wieder so. Mal rein. Genau, du musst zielen und ich muss dich dann da hinschießen. Na dann, Feuer frei. Oh. Alles klar. Immerhin den Hinteren getroffen. Gut, warte. Oh. An. Wow, du bist echt daran vorbeigesegelt. Okay, jetzt. Ich glaube, ich sollte das ausprobieren. Warte. Jetzt, ja? Okay, und jetzt haben wir den offen. Mhm. Gut. So, Sekunde. Ja, ich musste wieder die Meldung wegklicken. Okay, das war zu niedrig. Warte mal. Ich versuche das gerade zu verstehen. Sieht man das irgendwo dran festgemacht? Nee, nicht wirklich. Nee. Meinst du, bist hoch genug? Hoffe ich. Ah, nee, bist zu niedrig gewesen. Der ging echt weit. Bisschen höher. Nicht viel, bisschen. Ja, habe ich. Und so. Geil, Hammer. War doch gar nicht so kompliziert, ne? Okay, gut. So ein Team mit der Murmel gespielt. Ach ja, es kommt hier so ein Riesenrad hoch. Sehr schön. Achso. Ich war gerade am Überlegen, ob ich auf ein bestimmtes springen muss, aber eine andere auf irgendeins. Okay. Alles klar. Hey! Okay, ich glaube, ich muss hier so ein bisschen hin und her wabbeln. Nee, wir müssen... Langsam. Darfst du... ja, mach Speed. Wow, May, pass auf! Cody, pass auf! Das ist ja richtig... Das ist richtig schwierig. Mhm. Okay, mach ein bisschen langsamer. Weil, dann kann ich... Wenn du langsamer fährst, kann ich es leichter balancieren. Wenn du schneller fährst, habe ich nämlich weniger Kontrolle drauf. So, okay. Jetzt musst du es abladen. Das war doch gar nicht so schwer. Okay, jetzt haben wir da Trapez. Mhm. Ja. Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt darüber und das entgegennehmen irgendwie. Mhm. Ah, fast. Okay, bitte. Mehr Schwung. Wir müssen unsere Schwinge irgendwie aufeinander abpassen. Ja, mach du einfach und ich versuche mich drauf einzustellen. Okay, aktuell bist du asynchron. Jetzt kommst du langsam rein. Ja. Hey, Tollpatsch! Das war nicht ganz. Greif einfach zu! Just grab it. Aha. Geschafft. Hey, wer hat gesagt, dass du das Ding haben darfst? Ich. Aha. Haha.
Ich würde die Frage, was machen wir überhaupt damit? Das frage ich mich jetzt gerade auch. Warte. Hier ist auch eine Ballonenstrecke. Okay, ich hab den Ball. Zeit für die Schleife. Ach so. Ja, scheinbar müssen wir einfach nur hier rüber. Ah! Oh, shit. Also. Ja, waren nur die roten Ballons, die explodiert sind. Boah, was ich mir übrigens auch mal überlegt habe, da ich ja sowieso noch die Resident Evil-Teile spielen wollte, ne? Hm? Und da gehen ja auch einige Koop von. Die könnten wir dann ja auch zusammenspielen. Könnten wir, ja. Ist mir nur mal so eingefallen. Bitte recht freundlich. So. Also bei mir steht da jetzt irgendwie demnächst auch mal Resident Evil 3 an. Wie und wann weiß ich noch nicht genau, aber... Danke für deine Hilfe. Ja, danke sehr. Ja, und ich muss sowieso noch die Vorgänger spielen. Kathi schreibt gerade, ich werde in Resident Evil 6 Zombie machen. Was? Kathi meinte gerade, sie würde in Resident Evil 6 Zombie machen. Was ist das denn? Wahrscheinlich als Zombie spielen. Wie geht das denn? Will ich nicht. Ich habe Resident Evil 6 noch nie gespielt. Ich dachte, das wäre einfach nur ein Co-op Game. Komm, gib mir, speed, speed, speed. Ja, ich bashe hier für, Y. Oh. Cody, die Schienen sind zu Ende. Oh, oh nein, das habe ich vergessen. Ich habe die Strecke niemals fertig gemacht. Naja, immerhin sind aber wir in der Burg. Hat gereicht. Nee, du kannst auch in die Level als Zombie mit rein und nervig direkt sein. Zum Aha. Schuss, ja? Ja, genau so war es geplant. Oh. Haha, siehst du? Klingt unvorteilhaft. Ja. Hey, die Elefantenkönigin, da oben ist sie. Ja, das Tor kann nicht weit sein. Also los.